Und weiter geht's mit Super Mario 64. Heute gehen wir in einen neuen Kurs, wie immer. Heute aber in einen, ja, ganz besonderen Kurs, würde ich mal sagen, denn das ist einer der Mechaniken, die ich wirklich sehr feiere und ich denke mal, dass einige von euch da draußen diese Mechanik eigentlich auch ziemlich feiert. Denn wenn wir jetzt mal auf die Idee kommen, mal hier vorne reinzuspringen, dann werden wir in ein... Huh? Ja, richtig. Hier geht's nicht rein. Denn wenn wir nämlich jetzt mal hier links schauen, gibt's hier nämlich ein kleines Bild. Und wenn wir jetzt mal hier vorne schauen, ups. So. Jetzt komm, komm. Die scheiß Kamera, okay. Wenn wir jetzt mal nach hinten schauen, ist ein ganz großes Bild. Wenn wir jetzt mal da näher hingehen, dann merken wir schon, es wird immer größer. Wow. Wenn wir jetzt mal nach hinten schauen, ist schon krass, wie damit, wie hiermit gespielt wird. Aber nun ja. Es macht nämlich einen Unterschied, in welches Spiel, welches Bild wir springen. Das werdet ihr aber sehen. Ich würde mal sagen, wir fangen mal hier an, würde ich mal sagen. Und zwar gehen wir heute in Gulliver Gumba. Pflücke die Schnapp-Piranha. Ja? Es hat etwas mit Unkraut zu tun. Und ihr merkt schon, hier stimmt das nicht. Denn die Welt wirkt viel zu klein, viel zu klein skaliert. Aber das ist normal. Denn es ist nämlich so, dass dieses Prinzip hier ein Prinzip ist vom Größer und Kleiner werden. Also, es gibt Rätsel, die nur für das große, für die große Welt bestimmt sind. Und Rätsel, die nur für die kleine Welt bestimmt sind. Und dazu sind hier diese Röhren da. Und was passiert, seht ihr jetzt? Alles wird riesengroß und Mario wird klein. Also quasi ist es eigentlich immer... immer... der... wie nennt man das? Mir fällt gerade das Wort nicht mein. Es ist umgekehrt. So. und ja, dementsprechend... heißt es, wenn Mario klein ist, ist die Welt groß. Und wenn die, wenn Mario groß ist, ist die Welt klein. Also es ist halt so das Gegenteil von dem, was Mario eigentlich immer erlebt hier. Und das ist ein sehr cooles Prinzip. Mag ich wirklich sehr gerne. Und unsere Aufgabe ist es hier, Unkraut zu säen, wie man hier sieht. Und dann bekommen wir auch unser Stern. Mhm. Yeah. Und ja, man merkt auch, die, Mario, also ich konnte jetzt nicht so hoch springen, das hat den Grund, ich weiß um ehrlich nicht, was der Grund ist, ist das Gras eventuell irgendwie ein genässt oder so? Ich habe keine Ahnung. Naja, ich persönlich springe immer ins kleinere Bild rein, weil, ja, weil es einfach kürzerer Weg ist und ja, weil man ja eh die Röhren in der Welt hat, von daher ja. Begib dich zur Spitze der Insel. So, jetzt kommen wir hier zu etwas, was eigentlich auch ziemlich cool. Eigentlich müsste ich da in die große Perspektive wechseln. Da würde ich euch den ganzen... das ganze Level zeigen. Mal, wisst ihr was? Ich glaube, ich mache das sogar mal. Aua. Denn es ist eigentlich ziemlich cool zu sehen, wie die Welt hier so von außen aussieht. Und... oh oh. Das habe ich ja voll vergessen. In diesem Kurs gibt es tatsächlich nämlich einen Fisch. Ein Cheep Cheep. Oder ich glaube, der heißt ja auch so. Wenn ihr euch einmal frisst, seid ihr instant down. Also er one-shottet euch. Also solltet ihr vor ihm ein bisschen nachgeben. Und ja, es gibt die Riesengumbas. Den solltet ihr aus dem Weg gehen. Wenn man, by the way, auf eine Sternpartacke auf die Gumbas macht, dann bekommt man auch eine blaue Münze. Aber wenn man normal auf die springt, dann bekommt man nur eine normale Münze. Und Schläge bringt, by the way, nichts. Also, ja, das tut dir nichts. Und ja. Oh, Lakito, Hallöchen. Ich sehe mal auch zum allerersten Mal. Und wir sehen mal denn hier? Den Cooper. Eigentlich wollte ich auch Wien springen, aber naja. Komm mal her. Denn mit ihm ist es nämlich möglich, über Wasser zu surfen. Genauso wie in der Lava-Lagune über Feuer. Aber den brauchen wir jetzt nicht mehr, weil sonst ist es viel zu schnell und das wäre viel zu gefährlich. Ja. Wisst ihr was? Auf diese kleine Insel da. Ich weiß nicht, was es ist. Was da ist. Ich habe das noch nie erfahren.
Weil ich immer zu lost war, da um hinzukommen. Und ich weiß nicht, was man da machen muss. Da muss man offensichtlich mit der Kanone hin, aber wie? Keine Ahnung. Ja, hier, by the way, wo ich gerade nach oben geflogen bin mit der Windböe, einfach runterspringen und dann zieht euch die Windböe nach oben. Also eigentlich selbstverständlich. Und ja, hier ist auch wieder eine Röhre. Wenn man sie nehmen möchte, kann man das gerne machen. Aber wenn man den Berg erklimmen will, dann sollte man das nicht machen. Aufpassen, hier ist Wind. Und ja, aufpassen, jetzt sind hier wieder diese riesen fetten Kugeln, die man schon aus Bombs Battlefield und aus dem Fliegenpilz-Fiasko kennt. Also sollte man hier auf jeden Fall aufpassen. Dab, 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 deum. So, wir sind angekommen. Und jetzt müssen wir... Achso, by the way, wenn ihr das Ganze im kleinen Modus macht, also wenn die Welt klein ist, dann wird der Stern da nicht sein. Also es gibt wirklich nur Sterne, die in der großen Welt sind und auch kleine, die auch, also in der kleinen Welt, wo auch Sterne da sind. Aber, ja, ne? Hier ist es anders, ne? So, und hier ist auch schon der Stern. Also eigentlich ziemlich einfach, man muss halt einfach nur das Prinzip dieses Kurses lernen und einfach umsetzen. Und dann hat man das eigentlich so schnell wie möglich draußen. Also ist jetzt auch nichts gerade Bahnbrechendes. Gut, ja, weiter geht's. Oh, die roten Münzen könnten hier ganz lustig werden. Aber naja. Trete noch einmal gegen den Koopa an. What? Ja, genau richtig. Koopa will eine Revanche. Und die können wir ihm aber geben. Aber zuvor möchte ich euch eine Abkürzung zeigen. Na komm, geh weg. Scheiß Feuer. Und zwar, wenn man nämlich hier auf die Box geht. Ah, ich will es nicht verkacken. Ich will die nicht kaputt machen, die Box. Okay, geschafft. Dann kann man nach hier oben abkürzen. Dann spart man sich einiges. Also, das sollte man wissen. Von der Röhre da unten kann man by the way auch abkürzen. Also, damit ihr Bescheid wisst. Und ja. Dazu müssen wir hier in die Röhre gehen. Und dann müssen wir nach hier hinten latschen. Dann müsste er hier irgendwo hinten sein. Ah, da ist er auch schon. Gut. Hallöchen, da sind wir uns wieder. Lang, lang ist's her. Du scheinst noch schneller geworden zu sein. Hast du heimlich geübt oder liegt's an den Sternen? Meine letzte Niederlage geht mir nicht aus dem Kopf. Aber das hat meine Hausstrecke, was? Hausstrecke, was? Wie wär's mit einer Revanche? Das Ziel liegt hinter den Böenbrücke. Fertig? Oh yeah, let's go. Okay. Das hier ist ein bisschen schwieriger als das in Bombs Battlefield. Aber das soll's ja auch. Denn wir werden von Kugeln behindert, wir werden von allen möglichen behindert. Aber das Ziel ist direkt hier vorne. Also das einzig Schwierige ist halt wirklich die Brücke hier, wie ich finde, weil man die Gegenländer lenken muss, aber jetzt mal ganz im Ernst. Ja, ist es gerade nicht der Rede wert, also da hätte man schon die Zielflagge vielleicht ein bisschen weiter wegplatzen sollen, vielleicht beim Strand hinten. Was hätte eher gepasst, meiner Meinung nach, aber naja. Das darf doch alles nicht wahr sein. Ich habe schon wieder verloren. Scheiße. Dabei habe ich mir extra die neuen Koopa Mach 1 Schuhe gekauft. Naja, ich denke auch, dieser Stern gehört dir. Herzlichen Glückwunsch. Also warst du dir quasi neue Gucci Schuhe am Kaufen? Naja, bringt ja auch nicht viel, weil, naja. Nur weil man bessere Schuhe sich gekauft hat, heißt es nicht, dass man auch gewinnt, ne? So heißt es doch. Das ist aber echt so. Einige denken immer, wenn sie immer so das Krasseste vom Krassesten kaufen, dann sind sie immer der Beste. Und können alles, ja, sich unter den Nagel reißen. Also Ruhm und Ehre, also das ist schon, naja, ein bisschen peinlich, aber naja. Löse die 5 Itty-Bitty-Rätsel. Was für ein Ding? Was soll die Itty-Bitty-Rätsel heißen? Meinen die Zahlen? Okay. Ich glaube, das müssen wir sogar in der Kleinwelt machen. Und die könnten jetzt überall verstreut sein, die Zahlen.
hier hinten eine? Ich weiß es nicht. Denn hier hinten kann man nämlich auch hin. Dann wird hier nämlich eine Brücke ausgefahren. Was ist hier denn eigentlich? Hier ist doch gar nichts. Oh doch, hier ist ein Teleporter. Ja, wow, da bringt mich nur wieder hier hinten zurück. Naja, dann kürzen wir mal hier ab. Perfekt. Oh, ich finde es auch cool, wie die Kugeln hier auch so klein sind. Aua! Du Dreckskerl! Na, warte. Naja, dann gucken wir mal. Oh, da war ja schon die erste Zahl. Nice. So, dann müssen wir mal nach hier oben. Ah, man kommt ja nicht so einfach nach oben. Also geht schon, aber dafür muss man kranke Scheiße machen. Die ich nicht kann. Das sind halt eher so Speedrunner-Stretch. Stretch, genau. Stretch. Stretch. Die man gerade nicht einfach mal so machen kann. Man kann hier, by the way, auch abkürzen, aber ich traue mich das jetzt nicht. Deswegen. Einfach nach hier unten sprengen. Und hier mal auf die Planke gehen. Ah, ne, geht ja gar nicht mal. Mario ist zu fett. So, hier oben ist jetzt allein, kann ich mich erinnern. Ja, ich weiß doch so grob, wo die alle sind. Hier ist doch eine und die letzte, aber ich keine Ahnung, wo die ist. Ich meine, die ist irgendwo bei hinten bei der Kanone. Nein! Oh, ich hab den Stern, aber ich bin unter Feuer, scheiße. Wow. Warte mal, da war ein rosa Bonbon. Ach stimmt, die Kanone. Aber warte mal, die ist doch schon offen. Hä? Dell? Ja, was ist das denn für ein Beschiss? Seht ihr das? Hallo, ich mach die Kanone auf. Ja, mach mal bitte. Achso, ne, das Feuer. Ist sie jetzt offen oder was? Ich hoffe mal. Weil es ist keine Animation abgespielt. Ja, wahrscheinlich, weil wir in der kleinen Welt sind. Okay. Ja, also hier in der kleinen Welt kann man hier oben einfach so drauf, aber... Ach, keine Ahnung. So, und wo ist jetzt der Stern gespawnt? Ich habe jetzt nicht drauf geachtet. Achso, der ist jetzt auf dieser kleinen Insel gespawnt. Na dann. Na dann. Jetzt weiß ich auch, wofür die Insel gut ist. Sie ist für den Stern. Boah, hier hätten sie eigentlich auch noch einen coolen Boss hinmachen können. So ein Goomba-Boss oder so. Goomba-König oder so. Das wäre schon nice. Aber ich meine, der Kurs heißt da Gulliver Goomba und so. Hätte das schon drin sein können, dass man dann so auf dieser Insel kämpft, vor allem also in der großen Welt. Wäre schon nice gewesen. 8 rote Münzen. Nein. Das macht man natürlich nicht. Das, da kommt irgendwann wieder ein Part. Definitiv. Vielleicht sogar schon im nächsten Part. Im nächsten Part wieder. Aber mal gucken. Kann auch sein, dass es nicht so ist. Ja, was ist das denn? Hä? Das ist Betrug. Ich kann den scheiß Wonderpilz nicht einsammeln. Hallo? Das ist doch weg. Ist das ein Beschiss? Alter. Naja. Dann werden wir halt was anderes machen. Denn es gibt hier tatsächlich in dieser Welt einen Boss. Dieser ist aber mehr oder weniger ein bisschen versteckt. Den muss man erstmal finden. Und, oh komm schon, geh doch da hoch. Ah, wisst ihr was, ich gehe da bei der Box hoch. Ich glaube, das ist viel einfacher. Oh, dass hier auch mit Feuer gespielt wird, das ist nicht so geil. Danke. So, denn wir müssen nämlich nach hier oben. Und dann. Oh Gott. Dann müssen wir nach hier oben gehen. Und dann müssen wir hier einfach eine Dampfattacke auslösen. Dann zerstören wir was. Und dann geht hier oben das Wasser weg. So, und wenn wir jetzt. Treffe ich die Röhre? Nicht ganz. Wow. Aufpassen. Dann ist auch hier in der großen Welt etwas geschehen. Denn dann ist da oben das Wasser auch weg. Und das bedeutet, wir können dann oben in ein Loch rein.
Also, nicht das doch, woran ihr denkt, aber ihr wisst schon, was ich meine, hoffentlich. Und dazu müssen wir einfach noch wieder nach hier oben latschen. Stellen haben wir ja schon eingesammelt hier. Und dann müssen wir einfach hier reinspringen. Und dann erwartet uns jemand. Sieh nur, sieh dieser Schweinerei an. Du hast meine Wohnung überflutet. Meine ganze Einrichtung ist ruiniert. Ich bin stinksauer. Alles läuft schief, seit ich diesen dämlichen Stern gefunden habe. Ich werde... Was? Was wirst du? Wer bist du überhaupt? Hä? Aha, da ist er ja. Das ist Wickler. Aha, ja, wir müssen... auf ihn drauf springen, glaube ich. Ja. Das reicht schon. Ich halte das nicht mehr aus. Zuerst überflutest du meine Wohnung und dann kippst du auch noch auf mir herum. Mir reicht's. Ich werde dir richtiges Benehmen beibringen. So, ich werde dich lehren. Ach du Scheiße. Du willst mich hier lehren? Na dann, schau mal, dass du mal in den Zügen kommst. Ist doch mir egal. Bist du immer noch hier? Findest du nicht, dass du bereits genug Schaden angerichtet hast? Nee. Wow, er wird sauer. Er macht jetzt auf einmal einen Tackelsprung auf mich. Aber nicht mit mir, mein Freund. Oh, halt, halt. Ich gebe auf. Hier, nimm den Stern. Ich brauche ihn nicht mehr. Ich kann mir diese Sterne durch das Loch in der Decke ansehen, wann immer ich möchte. Ja... das kannst du natürlich. Es tut mir auch leid, dass du hier oben leben musst, aber es ist jetzt... goodbye, I guess. Naja, wir vergessen das Ganze mal wieder. wir haben erfolgreich einen Boss besiegt. Den wir natürlich... nicht ganz umgebracht haben. Also Mario ist ein guter Kerl. Nicht, dass ihr denkt, dass er jetzt ein Krimineller ist. Oder ist er das doch? Ist Mario ein Krimineller? Wir sollten schnell abschalten. Lasst einen Daumen hoch da und abonniert den Kanal, bevor gleich die Liebe Zeit hinter meiner Tür steht.